Hi Leute, heute geht's um Besitz, um meins und deins. Und zwar, neulich war ich in so einem Park, eine ganz witzige Situation, und dann waren da Hängematten, ein paar aufgehängt, und ich war in einer gelegen, und dann kommen zwei Kinder so angerannt. Und dann ist eine so, oh, ich habe die bessere Hängematte. Und dann sie so, nee, meins. Und das andere so, nee, deins. Und da fand ich es einfach ganz witzig, so diese Glaubenssätze und dieses Gedankengut von den Kindern zu beobachten. Und das habe ich auch immer wieder bei den Inliner-Kursen zum Beispiel beobachtet. Je nachdem, wie die Eltern drauf sind und wie sehr auch die Kinder schon dieses Mein-Dein-Denken eingeprägt bekommen, so handeln eben auch die Kinder. Also je nachdem, wie die Eltern da drauf sind. Und dann ständig irgendwie mein Spielzeug oder dein Spielzeug. Und zum Beispiel wollte ich mal heute darauf eingehen, dass dieses Denken von mein und dein eigentlich nur eine Illusion ist. Es gibt kein Besitz in dem Sinne. Alles kommt von der Erde und geht wieder zur Erde, so. Selbst dein Körper wird irgendwann beerdigt und geht wieder zurück in die Erde, wird wieder kompostiert. Und genauso ist es mit allem anderen. Du kannst dir ein Grundstück kaufen mit einem schönen Wald drauf und morgen fackelt der Wald ab. Die Welt, das Universum, nenn's wie du willst, kennt kein mein und dein. Zum Beispiel haben die Indianer früher auch gesagt, dass sie zum Land gehören, nicht dass ihnen das Land gehört. Genauso wie mit den Tieren so. Da gehören die Waschbären in die Region, die Füchse dahin, woanders sind eben Pfauen oder Papageien in anderen Regionen. Und niemand besitzt was. Alles, was du in die Hand nimmst, ist nur geborgt. Wir meinen eigentlich nur, irgendwas besitzen zu können. Aber dem ist nicht so, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist. Am Ende ist alles nur geborgt. Und im Moment haben wir so dieses Mein und Dein drinnen. In alten Kulturen ist es oft so gewesen, dass es gar keine besitzanzeigenden Fürwörter gab. Zum Beispiel bei den Rastas gab es gar kein his, mein und so weiter. Also kein mein, dein, sondern dann gab es einfach nur ich, du. So, und dann gab es halt alles, was da ist. Und du hast einfach genutzt, du hast dir alles nur geborgt. Du hast sowieso in einer Gemeinschaft gelebt, so, da war eine Gießkanne, die hat jeder benutzt. Und dann hast du geschaut, hey, wer benutzt sie wann, damit du einfach dir nicht selber irgendwie in die Quere kommst und hast dir einfach Vereinbarungen geregelt. Aber heutzutage ist oft dieses, oh ja, ich kaufe mir dann zum Beispiel ein Buch selber, weil ich habe es dann gerne im Regal stehen. Oder auch immer wieder lustig zu sehen, Autos. Zum Beispiel in der Verwandtschaft, da ist die Oma, die wohnt irgendwo noch im gleichen Haus. Hatte ich bei Freunden gesehen. Und die Oma hat ihr eigenes Auto, das darf aber keiner fahren. Sie fährt es kaum. Aber die Söhne dürfen es auch nicht fahren, die sollen sich dann ein eigenes Auto holen. Weil es einfach dieses meins, dein, sein Ding, das ist so fest verankert. Damit möchte ich einfach nur einen Anreiz schaffen, dass man auch mal wieder schauen kann, sich mal wieder mehr bewusst zu machen, dass dir nichts gehört. Dir gehört irgendwas auf dem Papier. Oder du meinst, das ist deins. Aber es ist alles nur geborgt. Selbst dein Körper ist nur geborgt und er geht wieder zurück. Ja, dein Körper geht nirgendwo anders hin, außer ins Grab. Das ist das Einzige, wo er hingeht am Ende. So. Das heißt, es ist wirklich alles geborgt. Und dementsprechend kann man mal wieder, umso bewusster man mit diesem Aspekt wird, kann man wieder viel mehr gemeinsam schaffen. Es ist zum Beispiel auch, nur ein kleiner Gedankenansatz, jeder hat ein Rasenmäher daheim stehen. Man könnte auch sagen, hey, 5 Häuser, kommen, wir teilen uns den. Oder 7 Häuser, kann jeder einen Tag den Rasenmäher nutzen in der Woche, kann er jeden Tag in der Woche,
jede Woche den Rasen mähen. So, den ganzen Tag lang. So kann man das zum Beispiel regeln. Wieder viel mehr gemeinsam nutzen. Oft geht es immer nur um mein, dein und gar nicht um den Nutzen überhaupt, den du davon hast. Diese Anhaftung und dieses Bewusstsein wieder zu entwickeln, das gilt es eben, dass man sich das einfach jeden Moment bewusst macht. Das wollte ich heute einfach nur mal loswerden. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.